Wie du als Mann über 30 sofort mehr Erfolg mit Frauen haben kannst. Darum geht es in diesem Video. Warum kann ich darüber sprechen? Erstmal, ich bin selbst über 30 und auf der anderen Seite coache ich schon seit über 4 Jahren Männer in genau diesem Bereich, indem ich ihnen dabei helfe, mehr Frauen kennenzulernen und am Ende des Tages auch die richtige zu finden. Viele Single-Männer glauben heutzutage, besonders intelligente Männer, die ja sehr betroffen sind davon, dass es so schwer geworden ist, Frauen kennenzulernen. Ja, es ist ja nicht mehr so wie früher. Dating hat sich verändert, die Gesellschaft hat sich verändert und es ist gar nicht mehr so einfach, jemanden kennenzulernen. Und hier herrscht eine extreme Fehlannahme vor. Die Realität ist die, wir sind als Männer immer ängstlicher geworden und wir trauen uns nicht mehr, die nötigen Dinge zu tun. Und während du es geschafft hast, so dir ein stabiles Leben aufzubauen, du hast dir einen guten Job erarbeitet, ja, alles läuft. Aber der Bereich Dating, der bleibt auf der Strecke, weil du glaubst, Dating ist zufällig und irgendwann wirst du vielleicht mal eine kennenlernen, wenn du Glück hast. Du bist da komplett passiv und übernimmst keine Verantwortung. Erstmal, du hast als Mann über 30, besonders wenn du ein intelligenter Mann bist, sehr, sehr gute Chancen auf dem Datingmarkt. Das kann ich dir sagen. Warum? Viele Frauen, gerade Mitte, Ende 20, die sehen sich ja nach einer tiefgründigen, langfristigen Beziehung. Die Frauen wollen nicht mehr den nächsten Player von Online-Dating kennenlernen, der sie dann verarscht, weil er selber auch überhaupt keine Ahnung hat, wo er überhaupt im Leben hin will. Ja, die wollen eine Beziehung auf Augenhöhe mit einem Mann, der schon eine gewisse Reife mitbringt. Ja, und das hast du. Aber die Frauen haben dich gar nicht auf dem Schirm, weil du komplett passiv bleibst und sie checken gar nicht, dass du sie überhaupt kennenlernen willst, weil du viel zu wenig Möglichkeiten nutzt. Und ich kenne diese Frustration. Du bist vielleicht jetzt schon länger Single oder kommst aus einer längeren Beziehung und denkst, ja, was soll ich denn jetzt überhaupt machen, um wieder Frauen kennenzulernen? Dann probierst du mal ein bisschen Online-Dating. Das funktioniert nicht, weil es da überhaupt nicht um deinen Charakter geht. Da geht es nur ums Aussehen. Das klappt nicht. Und dann geben viele Männer auf. Und ich möchte nicht, dass Männer aufgeben. Ich möchte, dass wir wieder mutig sind. Dass wir wieder mutig sind und auf Fähigkeiten zurückgreifen, die wir anscheinend jetzt verloren haben. Ich möchte, dass wir uns diese Fähigkeiten wiederholen, nämlich, dass wir uns befähigen, auf Frauen zuzugehen, dass wir mutig sind, den nächsten Schritt zu machen und Frauen auch anzusprechen. Ja, und da rede ich gar nicht davon, dass du wie ein Verrückter draußen rumlaufen musst und jetzt hier 200 Frauen ansprechen musst. Darum geht es überhaupt nicht. Es gibt so viele Situationen in deinem Alltag, die du einfach nur nutzen müsstest, aber du traust dich nicht und dann bist du abends zu Hause und bist wieder übelst abgefuckt darüber, warum du immer noch keine kennengelernt hast, warum du wieder alleine zu Hause bist und warum du eine Situation nach der nächsten verstreichen lässt. Und viele Männer glauben jetzt auch, man muss so einen extremen Aufwand betreiben. Und ich kann dir sagen, Frauen kennenlernen ist gar nicht so ein großes Ding und du kannst es ja perfekt in deinen Alltag integrieren. Du musst gar nicht mal aktiv rausgehen, um Frauen anzusprechen. Du musst einfach die Möglichkeiten nutzen, die sich da auftun. Aber es ist ja so, dass wir aus Schüchternheit oder aus Verlegenheit gar nicht uns trauen, meine Frau länger anzugucken. Ja, geschweige denn, sie anzusprechen. Und wir müssen uns wieder die Erlaubnis geben, dass wir das tun können. Und das ist das, was ich immer wieder sehe, was sehr, sehr gut funktioniert. Weil Frauen lieben das, wenn man den Mut aufbringt und sie auf eine vernünftige Art und Weise anspricht. Wenn man es natürlich richtig macht, authentisch macht, wenn man sich nicht verstellt, wenn man nicht meint, irgendwie den Clown spielen zu müssen oder versucht, sie zu beeindrucken. Ja, das funktioniert alles nicht, natürlich nicht. Aber wenn du auf eine vernünftige Art und Weise, so wie du bist, zu ihr hingehst, dann erhöhst du deine Chancen, jemanden kennenzulernen, extrem. Und ich sage immer, alles, was zwischen dir und einem potenziellen Date oder einer Partnerin steht, ist ein Hi. Mehr ist es nicht. Und das sehe ich auch immer wieder in der Arbeit zusammen mit unseren Kunden. Es geht um diese Initialzündung. Wir müssen einmal diese Angst überwinden, auf eine Frau zuzugehen und den Move zu machen. Danach wird es einfacher, weil du bist ja auch ein kommunikativer Mensch. Du kannst ja reden. Es ist ja nicht so, dass du komplett neu lernen musst, wie muss ich denn jetzt eigentlich mit einer Frau sprechen. Natürlich gibt es Dinge, die man da verbessern kann. Natürlich kannst du lernen, wie du spielerischer, lockerer, flirtiger mit einer Frau unterwegs sein kannst, damit du auch die Chancen erhöhst, dass aus dem ersten Date ein zweites wird oder dass überhaupt ein Date zustande kommt, das ist klar. Aber was ich immer wieder höre ist, nachdem die Leute dann gelernt haben, Frauen anzusprechen, die sagen immer wieder, boah, die Hürde war unüberwindbar am Anfang, aber wenn ich das einmal gemacht habe, wenn ich einmal hingegangen bin, dann läuft es auf einmal und dann ist es auch gar nicht mehr so schwer. Und genau das ist das Problem bei intelligenten Männern. Die bauen sich da Welten zusammen in ihrem Kopf, was denn alles schief gehen könnte, was denn passieren könnte. Sie denken sich alle möglichen Szenarien aus, die nichts mit der Realität zu tun haben. Und dann entstehen da diese Knoten im Kopf und wir trauen uns nicht eben den Schritt zu machen und die Frau jetzt anzusprechen. Und so verpassen wir eine Gelegenheit nach der nächsten. Und du bist schon 30. Das ist zwar ein Vorteil, ja? Frauen kennenlernen ist in diesem Alter super einfach. Aber wenn du noch die nächsten 5 Jahre Chancen liegen lässt,
dann bist du irgendwann 40, 45, 50 und immer noch Single. Und das finde ich selber total traurig. Es gibt so viele sympathische, nette Männer, ja, die immer von ihrem Freundeskreis und Familie hören, ja, warum klappt es denn bei dir nicht? Ich kann es gar nicht verstehen. Die stehen voll auf der Bremse bei diesem Thema. Und wenn wir es schaffen, diese Bremse zu lösen und mal wirklich auch Möglichkeiten zu nutzen, dann sieht die Welt ganz anders aus. Du musst diesen Schritt gehen und niemand kann das für dich machen. Da musst du Verantwortung übernehmen. Du hast doch auch andere Lebensbereiche gemeistert und du weißt, dass du nur dann was vom Leben bekommst, wenn du es dir auch holst. Du musst den Schritt machen. Ja, und jetzt sagen viele mal, ja, Frauen können ja auch den ersten Schritt machen. Es gibt eine Realität und es gibt Wunschdenken. Natürlich wäre es schön, wenn Frauen auch mal den ersten Schritt machen. Das machen sie nicht. Frauen schicken dir Signale, wenn sie dich besonders gut finden. Dann bekommst du mal einen längeren Blickkontakt, die Frauen lächeln dich an. Aber in der Regel passiert das nicht. Du musst dir diese Chancen erarbeiten. Und dann funktioniert das auch. Weil wenn du auf eine Frau zugehst mit deiner authentischen, sympathischen Art und dich so zeigst, wie du wirklich bist, das kommt total gut an. Frauen freuen sich extrem, wenn sie von Männern auf eine vernünftige Art und Weise angesprochen werden. Und wer dir was anders erzählt, der hat einfach keine Ahnung. Ich kann dir das aus der Praxis sagen, was ich selber erlebt habe und was ich immer wieder schon gesehen habe mit ganz, ganz vielen Kunden, die immer wieder berichten, boah, ich hatte so eine Angst, dass alles Mögliche schiefgehen kann und dass so Horrorszenarien dann passieren. Und dann sprechen sie die Frauen an und sind total verwundert, warum die Frauen so gut reagieren, auch wenn sie einen Freund haben. Alleine dieses Gefühl, es gemacht zu haben, sich getraut zu haben, seine Angst durchbrochen zu haben, kann dich mit so viel Stolz erfüllen, dass du sagst, boah, jetzt habe ich da Bock drauf, ich mache das einfach häufiger jetzt. Und dazu möchte ich dich animieren, das mal zu tun. Wir haben in den letzten Jahren mit so vielen intelligenten, sympathischen Männern zusammengearbeitet, die erst kein Bein an die Erde bekommen haben und dann auf einmal das Coaching gemacht haben und auf einmal läuft alles. Und sie beschreiben diesen Prozess als extrem transformativ, weil sie auch verstanden haben, dass es gar nicht so viel bedarf, dass es gar nicht so eine Anstrengung erfordert, Frauen kennenzulernen. Und die Männer, die die Entscheidung getroffen haben, jetzt wirklich was zu verändern und die gesagt haben, okay, ich versuche das Ganze mal, ich lasse mich mal coachen in diesem Bereich. Die beschreiben das als transformativste Erfahrung überhaupt, weil auf einmal sind sie schon nach kurzer Zeit selbstbewusster. Sie haben einen ganz klaren Plan, was zu tun ist. Sie nutzen die Chancen, sie gehen auf Frauen zu und vor allem sie haben Dates. Und dann sind sie in einer Position, wo sie auf einmal Auswahl haben. Ja, auf einmal sind sie in einer Position, wo sie nicht mehr bedürftig sind, wo sie nicht mehr hoffen, irgendwann mal ein Date zu haben. Oder wenn sie eine Frau kennenlernen, dass sie denken, ach, jetzt muss ich aber alles geben, jetzt darf ich sie auf gar keinen Fall verlieren, weil dann muss ich ja wieder ewig warten. Nein, sie können jetzt schauen, ob die Frauen auch wirklich zu ihnen passen. Und das ist eine Position, in der du sein willst, weil dann hast du auch eine Partnerin irgendwann, die wirklich zu dir passt und nicht irgendeine 0815-Beziehung, die eh schon zum Scheitern verurteilt ist, weil du sie nur aus einer Bedürftigkeit heraus eingegangen bist. Und wenn du da jetzt wirklich einen Unterschied machen möchtest in diesem Bereich deines Lebens und auch jetzt mal mehr Frauen kennenlernen willst und nicht die nächsten 5, 10, 15 Jahre warten willst, weil die Realität ist, wenn du nichts veränderst, wird sich nichts verändern, dann geh auf die Website www.authentisch-männlich.de und trag dich dafür ein unverbindliches Beratungsgespräch mit uns ein. Und dann schauen wir uns mal deine Situation ganz genau an. Wir schauen, wo stehst du gerade, wo sind jetzt gerade die größten Schwierigkeiten im Bereich Frauen kennenlernen. Und dann bekommst du auch einen Schritt-für-Schritt-Plan mit an die Hand, wie du das Thema jetzt ein für alle Mal in den nächsten Monaten abhaken kannst. Alles klar, bis dahin, wir sehen uns, ciao.